Herzlich willkommen zu Urknall, Weltall und das Leben. Felix erklärt uns heute seinen Schmidt-Cassegrain. Der liebe Laurent Cassegrain, der hat sich irgendwie ganz schlau überlegt, dass man viel Brennweite auch in wenig Bauform unterbringt. Das ist eigentlich der wirkliche Clou an dem Ganzen, richtig? Und wie funktioniert das jetzt eigentlich? Also wie ist dieser Strahlengang? Hier vorne kommt das Licht rein und dann? Da kommt das Licht rein, durch die Geräteplatte hier durch. Hier ist der Hauptspiegel, der wirft es zusammen auf den Fangspiegel. Und der Fangspiegel ist aber konvex und verlängert den Strahlengang bis dahinter. Dadurch verlängert sich auch die Brennweite hier auf 2 Meter. Dadurch bringt man 2 Meter auf 40 Zentimeter drüber unter. Das ist heute bei allen Großteleskopen der Fall, weil die könnte man anders gar nicht mehr bauen als das Cassegrain. Und hier hat es den Vorteil natürlich, dass man leichter montieren kann. Also die Montierung trägt das Teleskop leichter, es schwingt nicht so leicht mit der Hebelwirkung. Und man kann es leichter verstauen, auch Reisen ist leichter. Im Auto habe ich eigentlich nur einen Koffer und ein paar Taschen. Das geht gut rein. Das sind alles Vorteile. Der Nachteil ist dann wie oft im Leben der Preis wahrscheinlich, oder? Das ist der Preis. Es ist in dem Fall natürlich, dass der Fangspiegel relativ groß ist. Das vermindert den Kontrast etwas. Es ist, dass die Brennweite relativ lang ist, wenn man eine niedrige Vergrößerung haben will. Zum Beispiel Deep Sky schauen. Da brauchen wir sehr langbrennweitige Okulare. Das wird dann auch wieder teuer. Und außerdem ist das Blendrohr relativ eng. Für starke Vergrößerung ist der Kontrast, wie gesagt, nicht ganz optimal. Es neigt ein bisschen zum Tubusziehen, es neigt zum Zuthauen durch die Platte, wenn man keine Taukappe drauf hat. Ja klar, also ist ja klar, wenn das Licht von vorne reinkommt und dann hinten erstmal wieder zurückgeworfen wird auf diesen Fangspiegel und je größer der ist, umso mehr steht er im Weg vorne. Verstanden, okay. Jetzt, dieses Teil, was ich hier in der Hand halte, das ist so ein Taukappe. Ist jetzt nicht original zu dem Gerät. Aber wir würden jetzt hier drauf montieren? Man könnte es einfach draufbauen, zusammenklemmen, man hat die Klemmschrauben. Okay. Ist aber jetzt nicht das Originalbauteil, aber ein anderes. Und hat es dann welche Funktion? Damit die Platte nicht zu stark in den Himmel ausstrahlt, sondern nur in einem ganz kleinen Winkel, dann kühlt sie nicht zu schnell ab und taut nicht zu schnell. Also Wärmestrahlung. Wärmestrahlung genau. Es kühlt sie nicht zu schnell ab. Ah, okay. Sonst haut sie zu. Das geht sehr schnell bei der Platte. Ansonsten gibt es ja einfach Kondensat auf dem Teil. Geht sehr schnell. Und da ist ja auch überhaupt so eine Wärmeisolation. Die habe ich hingebaut, weil das blanke Blech sehr stark auskühlt. Dann innen drin Luftklirren entstehen. Das Bild verschlechtern. Und mit der Folie ist es etwas besser. Und das wirkt ja total, also es ist einfach Baumarkt. Das ist irgendwo her, ja. Baumarkt, ja. Das ist ein toller Tipp im Endeffekt. Einfach einmal außen rum. Das kann man beim Newton auch machen. Also auch beim Newton könnte man zum Beispiel belüften und die Isolierung drüber, dann ist das Bild besser. Vor allem bei Planeten. Ja, heute empfiehlt man so ein Gerät vielleicht noch am ehesten für Planetenfilme, für wenn man universell bewachen möchte. Da alles ein bisschen. Für Deep Sky-Fotografie ist es nicht ganz so optimal, weil die Brennweite sehr lang ist. Sie ist vor allem für Einsteiger nicht gut handelbar, 2 Meter. Es gibt Reducer-Linsen, da kann man die Brennweite verkürzen auf ungefähr 1,20 Meter, also F6. Das geht dann besser, allerdings wird das Feld dann auch zusammengeschrumpft, hat dann ungefähr 16 mm Bildkreis. Was ich so höre, gibt es eigentlich nur Vorteile an dem Teil. Das ist eigentlich eine gute Geschichte. Das ein bisschen schwieriger zu handhaben, okay. Und der Preis ist ein bisschen höher. Ja. Ist also für die Ambitionierten, würde ich mal sagen. Die Vorteile überwiegen vielleicht bei größeren Geräten, wo man dann einfach Öffnungen auf eine Montierung bringt, die woanders nicht mehr handelbar werden. Und es gibt auch jetzt neuere Versionen mit gebenden Feld. Also da ist noch eine Linse drin. Da ist das ganze Feld dann scharf. Das sind die sogenannten HD-Versionen bei einer Firma, bei der anderen zum Beispiel nennt man das komafreie Version einfach. Also komafrei? Komafrei heißt das, dass das Sternchen nicht zu einem Schwänzchen, zu einer Fahne kriegt. Die sind dann unscharf, einseitig unscharf. Und das wird dann korrigiert. Die HD kosten natürlich ein bisschen mehr auch dann. Gut,
wenn uns sonst keine Nachteile mehr einfallen, dann haben wir es eigentlich sehr gelobt jetzt, das Schmidt-Kassegramm. Ja, ein Nachteil wäre vielleicht die Hauptspiegelfokussierung, die dazu neigt, dass der Spiegel ein bisschen kippt. Und das kann dann stören beim Fotografieren oder auch beim Schauen, wenn er zu stark ist. Man muss ein bisschen sorgsam umgehen, das ist nicht ganz so robust wie ein Newton. Mhm. Man kann auch einen Hauptspiegel in dem Fall nicht justieren, der muss also auch wegjustiert eingebaut sein. Man kann den Fangspiegel justieren. Okay, also ich denke mal, Felix, generell, mit sowas steigt man jetzt nicht ein wirklich, oder? Also normalerweise wächst man ja mit den Herausforderungen. Also ja. Bei mir war es das zweite Gerät. Okay. Ist vielleicht auch mal ganz wichtig zu erkennen, man wächst mit der Beobachtung und vielleicht nach ein paar Jahren sieht man, Mensch, bei den Kollegen, wenn man da mal durchgeschaut hat, es wird mir auch gefallen und dann hat man ein bisschen was zusammengespart und dann kommt vielleicht mal sowas dabei raus.